Also hilflos, wo ist dein Götterknabe? Zeige ihn mir. Komm mit. Nicht so grob. Denk an meine Fingernägel. Nur, wo ist er? Mist, er ist nicht mehr da. Nicht mehr da? Was soll das heißen? Ich marschiere mit dir durch halb Athen, weil du mir den schönsten Kerl Griechenlands präsentieren willst und dann ist er auf einmal nicht mehr da? Mich so anzuzicken, ich kann ja wohl nichts dafür. Naja, macht ja nichts. Er ist sicher nicht die einzige Sahneschnitte auf dem Tablett. Hier in den Thermen laufen jede Menge knackige Kerls rum. Den finde ich zum Beispiel ganz reizend. Welchen denn? Den Großen da hinten, der sich gerade die Arme trocken feudelt. Ach, ich mag's nicht, wenn sie behaart sind wie die Affen. Aber man kann sie dann so schön kraulen. Die Soldaten machen mich ganz scharf mit diesen riesigen Muskelpaketen und diesen knackigen, behaarten Ärschen. Guck mal. Da ist er. Von dem habe ich dir erzählt. Den könnte ich ablecken. Ist er nicht makellos, wie aus Marmor gemeißelt? Nur die zwei kleinen, wunderschönen Nippel. Halt mich, ich werde porös. So ein Milchbubi. Nicht für mich. Guck dir den an, der ist knackig. Wer ist knackig? Na, der da. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht wo. Hm. Natürlich hast du den schon mal gesehen. Ja, du hast recht. Das ist doch Inkognitos. Der ist General in der Armee. Ja, und warum versucht er denn jedem weiszumachen, er sei Friseur? Ach, du bist aber auch blöde, Hefklos. Wenn die beim Militär rauskriegen, dass er schwul ist, fliegt er. Ach, wieso das denn? Oh. Nee, was für ein Glück, dass ich euch hier treffe. Ich bin ja so emotionalisiert. Was ist denn passiert? Dein Make-up ist ja ganz verschwunden. Ach, Make-up, scheiß drauf, ist doch völlig wurscht. Bei dem, was ich euch zu erzählen habe, geht es um Leben und Tod, um Liebe und Sex. Ich muss sofort in den Club Adonis. Ich brauche jetzt einen doppelten Uso auf Eis. Also passt auf. Ich war gerade auf dem Rückweg vom Hautarzt, weil ich hab da schon wieder so einen Pickel am... Naja, ist ja auch egal. Nicht sehr appetitlich. Na, jedenfalls gehe ich gerade am Stadttor vorbei, als die Wache in ihr Horn trötet. Und weil ich schon mal da war, habe ich gedacht, Hepatitos, du hast doch schon immer davon geträumt, mal aufs Schlachtfeld rauszugehen und dir die Soldaten anzugucken, die da so rumliegen. Also bin ich an den Wachen vorbeigeschlichen und rausgegangen. Und? Mädels, ich sag nur Porno, aber alle Mäuse tot. Dieser Krieg ist völliger Wahnsinn. Wie alle Kriege. Seit 30 Jahren schlagen die sich grundlos den Schädel ein. Ich stapfe also völlig erschüttert durch diese leblose Leiberhorde, als ich ganz plötzlich eine schwache Stimme vernehme. Was? Ich ging den Hügel hinab und finde an einen Baum getackert einen schwer verletzten Spartaner. Bring mir Wasser, schöne Frau. Ich flehe dich an. Bring mir Wasser. Schöne Frau, hat er gesagt. Das ist gut. Das ging dir doch runter wie Vanillegeschaum. Spar dir deine witzlosen Bemerkungen, du dumme Kuh. In seinem Delirium hat der arme Junge mich eben für eine Frau gehalten. Was ist daran gut? Ja, Mäuschen, erzähl weiter. Jetzt mach, na los doch. Also lief ich los und suchte verzweifelt Wasser. Mich überkam ein überwältigender Anfall von Muttergefühlen. Ich habe ihm meine Designer-Toga unter den hübschen Spartanerkopf gelegt und ihm die Lippen benetzt. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Wasser, schöne Frau. Hier. Trink langsam, mein Junge. Nicht so schnell. Sag mal, du hast ja einen Bart und bist ja gar keine Frau. Aber nein, mein Lieber, nein, das bildest du dir nur ein. Halluzinationen, weißt du, die Sonne und so. Du hast ordentlich was auf die Mütze bekommen, deine Sinne sind vernebelt. Quatsch mich nicht, kariert, du bist eine Transe. Ja, bitte, du hast recht. Ja, ich bin Transvestit. Und obendrein auch noch ein Athener. Willst du was trinken oder nicht? Sauf doch dein stinkendes Wasser selber und behalt deinen widerlichen Fetzen. Lieber krepier ich, als dass ich mich von einem schwulen Athener verarzten lasse. Sprach's und tat es. Er hat einfach den Löffel abgegeben. Das ist wirklich furchtbar. Ich bin ergriffen. Ja, das geht ans Herz. Und meine Tunika ist auch versaut, weil dieser Hirni sie mir vollbluten musste. Die geht die mir auf den Weg. Die habe ich damals von Pierre in Paris bekommen. Ja, und alles nur, weil ich so einem verklemmten Homophobiker was zu trinken geben wollte. Bleib stehen, Spartanerschwein! Ich weiß nicht, wie Papa, komm! Hallo, Papa! Kleiner. Boah, ist das alles dein Blut? Salve, Omyrine, wir liefern dir deinen Gatten! Was mit dem Schwert auf Zwerg? Du tust uns noch weh! Na klasse, Jungs, stellt ihn einfach ab, ihr wisst ja was. Mach mir mal die Arme breit. Tippex, jetzt reicht's! Also, geht doch. Jetzt musst du hier nur noch unterschreiben, dass die Ware in perfektem Zustand geliefert wurde. Na, perfekt. Sieht mir das Häufchen Elender aber nicht aus. Naja, es ist so, er hat sich das Nasenbein gebrochen und die Backenzähne fehlen. Was noch? Und vier Rippen sind durch. Zwei links, zwei rechts. Na gut. Bis wann muss er denn wieder funktionieren? Na, das wäre... Heute ist Montag. Ja. Schaffen Sie das in 3 Tagen, junge Frau? Muss ja. Kann für nichts garantieren, aber wird schon. Danke. Papa, ich war auch in den Krieg ziehen. Ich bin schon 5. Prima, mein Junge, sehr gut. Aua. Wenn du so weitermachst, wirst du genauso wie dein Vater. Ah.
Pass auf, du. So verabschieden wir uns Myrine, Gattin des Iglesias, der sich auf dem Schlachtfeld geschlagen hat. Ja, Schluss mit dem Gesülze. So, hier, kauft euch ein Bier, guten Durst. Oh nein, nein, Athen zu dienen ist Lohn genug, behalten Sie es. Als Spende für den Veteranenverein, da reicht's vorne und hinten nicht. Na komm, Kollege, liefern wir die anderen ab, bevor sie hops gehen. Myrine. Ich habe keine Zeit, nicht jetzt. Ja, bleib hier, Myrine. Hör auf, mich zu nerven, Kinesias. Ja, ich habe dir schon letzte Woche gesagt, dass ich heute keine Zeit für dich habe. Ich bin zum Kaffee eingeladen. Myrine, guck doch wenigstens, ob noch alles funktioniert. Nur ganz kurz. Los, Sabrina, hoch mit dir. Komm schon, tanz genug. Ich bin mächtig neidisch auf Sabrina. Ihr Gott ist wirklich ein Bild von einem Mann. Na los, hoch jetzt mit dir. Jetzt lass mich schon in Ruhe. Papila, die Kleine ist frisch verheiratet. Und wenn du so einen Kerl zu Hause hättest, würdest du auch nur für ihn mit dem Hintern wackeln. Apropos, erwarten wir eigentlich noch Männer? Verdammt gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Mann brauchen. Na los, dann Clementina, das Buffet ist da. Dass du mir nachher wieder besoffen in der Ecke liegst. Die richtige. Du hast aber Faustik hinter den Ohren, die gute Lysistrata. Willkommen, kann ich Ihnen irgendwie helfen, meine Herren? Guten Abend, Weibsvolk. Wir wollten Sie nur darauf hinweisen, dass Lachen und Feiern ungehörig ist während des Krieges. Wir haben seit 30 Jahren Krieg. Ist nicht eher das ungehörig? Ja. Theoretisch schon. Wenn doch alles war, wünsche ich eine gute Nacht. Momentchen, bitte. Meine Männer und ich sind heute Nacht auf Patrouille in Athen. Sind ganz alleine. Ich wünsche dir viel Glück mit deinen Männern. Gute Nacht. Na, wer wird denn gleich? Stellt euch vor, was wir alles ertragen müssen. Die Wetterverhältnisse. Scharen von blutsaugenden Insekten und überall diese spartanischen Schnüffler. Und? Und da wünscht sich ein Mann ein trostspendendes Gläschen Wein. Gereicht von einer wärmenden Hand, einer wunderschönen, unwiderstehlichen Frau. Oh. Schöne Gedanke. Aber das ist eine geschlossene Gesellschaft. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Was wollt ihr hier? Verschwindet! Los, verpisst euch! Seid gegrüßt, starke athletische Krieger. Wir sind drei harmlose Weiber und begehren Einlass in eure prunkvolle Stadt. Um diese Uhrzeit? Spartanisches Weibsvolk seid ihr. Zieht Leine. Also, von Männern wie euch hätte ich etwas mehr erwartet. Nichts da. Von Männern wie uns kann man überhaupt nichts erwarten. Wenn wir rein dürfen, werden wir euch reich belohnen. Spar dir deine Bestechungsversuche, Frau. Schieb dir dein Geld sonst wohin. Verkriecht euch in dem Loch, aus dem ihr gekommen seid. Wer spricht denn von Geld? Du attraktiver Athener. Und. Guck mal, die kommen auf uns zu. Na, sollen sie kommen? Ich bleib hart. Wenn ihr das Tor öffnet und uns einlasst, warten ein paar süße Früchte da hinten in dem Gebüsch auf euch. Wenn du mich fragst, wollen uns die Spartaner verarschen? Meinst du? Mhm. Na ja, ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als von denen verarscht zu werden. Ist auch wieder wahr. Die Weiber sind garantiert Spione. Und wenn schon? Es sind drei Spione mit sechs leckeren Titten. Ja. Aber wenn wir den Wachposten verlassen, landen wir im Kerker. Ja, würde sich lohnen. Überleg doch mal, drei Weiber auf einmal. Ja. Aber wir würden unsere Eheweiber betrügen. Ja, stimmt. Und zwar mit drei Weibern auf einmal. Zito, jetzt guck dir an, was die da macht. Ich bin neugierig, was die noch so alles macht. Eureka! Ich hab's, ich weiß, was wir tun. Oh. Und zwar? Wir ziehen die Torten über den Tisch. Wir werden sie reinnehmen, aber dafür lassen wir sie nicht durch. Oh. Entschuldige, aber wäre das nicht besser, sie durchzunehmen, aber nicht reinzulassen? Hm. Hast recht. Das wieder zugeht. Auf ins Unterholz! Kommt, meine Süßen, husch, husch, reiche den Husch! Wenn dann streift mal die Lederlappen vom Körper! Meine Süße, wo hast du die Männer versteckt? Irgendwas nicht im Weinfass. Oh, warum hast du denn vorhin nicht die Männer mit den langen Lanzen reingelassen? Sei nicht so ungeduldig. Ich hab euch doch versprochen, dass es noch eine Überraschung gibt. Die hatten so knackige Rundärsche.
Lysistrata, Süße, lass das. Wenn Männer hier nicht rein dürfen, was ja offensichtlich ist, dann sag uns doch bitte endlich, warum wir hier sind. Ich habe nämlich zu Hause einen leidenden Kinesias, der sich irgendwie 4 Rippen angeknackst hat, auf jeder Seite 2. Und er hat eine gebrochene Nase und er hat sich 4 Zähne ausschlagen lassen. Was für ein Weichei. Ich kann eigentlich noch weinen, mein Glas ist schon wieder leer. Lysistrata! Lysistrata! Ist irgendwas? Du bist ein bisschen unentspannt. Ich warte auf eine Freundin. Sie wollte längst hier sein. Und die weit weg? Ja. Es ist meine Freundin Lampito. Aus Sparta. Was? Eine Spartanerin? Das finde ich nicht verrückt. Lysistrata! Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben. Willst du, dass wir im Kerker landen? Du dumme Putze, hast anscheinend völlig vergessen, dass die Spartaner unsere Feinde sind. Ganz genau. Ein Musterbeispiel weiblicher Intelligenz. Für so dämlich hätte ich euch gar nicht gehalten. Mir egal, was ihr macht. Aber ich werde nicht auch nur eine Minute mit einer Spartanerin unter einem Dach sitzen. Warte, ich komme mit, Kleonike. Diese, wie auch immer die heißt, die mag ja vielleicht deine Freundin sein. Aber für mich ist sie eine Feindin Athens. Sie ist eine räudige Spartanerin. Das ist derselbe Müll, den ich Tag für Tag aus dem Maul eurer Männer höre. Scheiße Ausgangssperre. Na prima, und was machen wir jetzt? Das ist eine gute Idee. Ja, los! Frauenpower, die Macht ist mit uns. Frauenpower, die Macht ist mit uns. Ich habe mir schon furchtbare Sorgen gemacht.